Fußballspielen beim SCM macht eine Menge aus. Das ist für mich persönlich schon immer Leidenschaft gewesen. Ich bin in den Verein reingeboren. Ich konnte mich dagegen nicht wehren. Das ist mein Verein. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe sämtliche Nachwuchsmannschaften genau wie Yves durchlaufen. Ich glaube, das ist eine Liebe, eine andere Liebe als zur Familie oder zu den Kindern. Aber das ist einfach unser Verein und deswegen fällt es uns, glaube ich, auch einfacher, bestimmte Sachen, die wir denn verlieren, zu akzeptieren, weil wir den Verein so sehr lieben. Jetzt auch da in meinem Traumjob, nach dem Traumjob zu sein, das erfüllt mich und macht mich sehr glücklich. Das ist schon auch ein Stück weit eine Familie hier. Der SC Magdeburg ist identitätsstiftend nach innen und hat eine Leuchtturmfunktion nach außen. Für die Stadt ist es von extremer Wichtigkeit, für die Bevölkerung ist es wichtig, dass sie was sagen kann, auf was man stolz sein kann. Erfolg ist erstmal eine Definitionsfrage. Was bezeichnet man als Erfolg? Ja? Ich glaube, dass ganz Großteil von Handball, deutscher Handballwelt, Erfolg immer mit Titeln in Verbindung bringt. Ich persönlich nicht. Ich gehe da von Entwicklung aus. Hat sich eine Mannschaft weiterentwickelt? Wir arbeiten in der Kombination mit Benno schon seit 2015. Und das war einfach eine schrittweise Entwicklung. Die hat natürlich nochmal deutlich an Dynamik gewonnen, als wir 2021 den Europapokal gewonnen haben. Da kamen die Super Globes. Das hat uns dann in die Lage versetzt, den Kader zusammenzuhalten. Und das, was wir jetzt halt erleben, ist ein Ergebnis der Arbeit der letzten Jahre. Co-Trainer seit 2017. Mein Arbeitsalltag ist differenziert. Zu meinem Aufgabenprofil gehört es, den Head Coach Bennett Wieger zu unterstützen in der Arbeit, im täglichen Training und in der Videovorbereitung. Da kommt es dann natürlich darauf an, wie der Spielplan und der Trainingsplan aussieht. Also ich übernehme jedes Training das Warm-up. Dazu gehört dann natürlich die Anpassung an das Thema des Trainings, auch der Transfer vom Athletiktraining in das Handballtraining mit rein. Mag natürlich auch den Austausch, wenn es irgendwie konstruktive Kritik gibt, aber ich empfinde das als sehr, sehr schön und wertschätzend, dass ich so einen Chef habe, der mir grenzenloses Vertrauen gibt. Ja, wir kennen uns fast zu lange, möchte man fast behaupten. Manchmal sage ich zu ihm, wir sehen uns öfters als mit unseren Ehefrauen und mit unseren Kindern. Ob das immer gut ist, ist bezweiflich. Aber das ist halt einfach so. Da ist halt eine unheimliche Loyalität vorhanden, ein unheimliches Vertrauen. Also ich habe das, ich hoffe, dass ich ihm das auch immer wieder spiegle und ihm die Sicherheit gebe, mir auch alles sagen zu können, weil ich brauche das. Wenn ich uns als Leader bezeichne, dann müssen wir bestimmte Sachen vorleben. Also dann können wir nicht unpünktlich sein, dann müssen wir die Ersten und Letzten in der Halle sein. Nur dann kann man auch vielleicht Unpünktlichkeiten, Undiszipliniertheiten anmaßen. Macht aber eine seiner großen Stärken aus, dass er sofort eigentlich Zugang zu jedem Menschen findet. Also er ist auch ein Menschenfänger. Durch seine kommunikative Art ist er eigentlich auch reich an Wissen, was gewisse Probleme angeht. Also man kann mit allem zu ihm kommen, das wissen die Spieler. Das ist eine große Stärke und für so einen Trainer ist man, glaube ich, halt auch vielleicht noch die paar Prozente mehr bereit, irgendwie durchs Feuer zu gehen oder schwere Zeiten irgendwie voranzugehen und die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Wenn man die deutsche Meisterschaft gewinnt, wenn man die Champions League gewinnt, da kann man sich schon die Frage stellen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, vielleicht aufzuhören. Aber da ticken Benno und ich, glaube ich, gleich. Wir glauben, wir stehen fast noch am Anfang. Wir haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass der SC Magdeburg auch in den nächsten Jahren, vielleicht auch im nächsten Jahrzehnt, ein Spitzenclub in Deutschland und Europa bleibt.